Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Let's Play von GTA 4, die Ballade of Gate Honey. Und zwar im Singleplayer-Modus. So, ich habe mir jetzt meine Karre geschnappt. Die habe ich, glaube ich, von diesem Murray oder wie der heißt. Der hat die mir gegeben und mit der chill ich jetzt ein bisschen rum. Ah, jetzt geh mal weg hier. Meine Fresse, ich knall euch alle ab hier, ihr blöden... Ah! Scheiße, Mann! Was ist jetzt passiert? Ich hab doch gar nichts gemacht. Mein Wagen war doch voll in Ordnung. Ach so, das war die Tankstelle, glaube ich. Och, Mist! Ah, Mist! Da gehen wir jetzt nicht rein. Ich will jetzt keinen Amoklauf machen, will jetzt keinen Massaker machen, Digga. Jetzt will ich einfach mal irgendwo hin. Ich brauche aber erstmal ein Taxi dafür. Wo ist denn hier das Taxi, wenn man eins braucht? Hey, Digga, stopp, bleib mal stehen, Digga. Hey, ich will mal in ein Taxi rein, darf ich? Ach so, das ist überhaupt kein Taxi. Halt, stopp. Es ist immer so, immer muss jemand im Taxi drin sein. Immer, wenn ich rein will. Ich schmeiß jetzt gerade jemand raus, wenn jemand drin ist, Alter. Glück gehabt. So, gucken wir mal. Murray, ach, da waren wir schon. Toni, er ist verfügbar. Mamas Haus. Versteck, Waffengeschäfte, kennen wir alle schon. Stripclub, Basejump. Ach ja, Leute. Ich sag, wir machen heute mal einen Basejump. Gehen wir mal los. Springen wir ein bisschen hoch. Mal ein bisschen Adrenalin. Das brauchen wir. Gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Ach, an dem komischen 24-Turm da. Ah, da ist hoch genug. Ausweg hier. Dankeschön. So. Da müssen wir nämlich jetzt eine Mission erfüllen. Da kann man nämlich Missionen erfüllen in die Gate Honey. Zum Beispiel auf so einem Laster landen. Oder so. Und jetzt mach einen Basejump auf dem Checkpoint. Das ist jetzt hier die Aufgabe. Da ist er. Oh, gut. Solange der Rucksack hinten drauf ist, ist eigentlich alles in Ordnung. So, gucken wir mal. Och, schöne Hunde. Ah, frische Luft hier. Sehr schön. So, wo ist der Checkpoint? Ach, ganz da hinten. Ganz da hinten. Ja, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Jetzt darf nichts falsch gehen. Jetzt müssen wir tief durchatmen und unseren Fallschirm öffnen. So, vielleicht überleben wir das, wenn ich im Baum lande. Ah, nein. Oh, ich dachte, ich könnte es überleben, wenn ich in den Baumkronen lande. Aber das war ja wieder mal blöd gedacht hier. Wenn ich mit 200 Sachen auf den Boden knall, da kann ja nicht mehr viel von mir übrig sein eigentlich. Ja, eigentlich, so. Oh, was ist denn das für ein Ding? Guck mal, ein Hotdog-Verkäufer. Gib mir mal einen Hotdog, Digga. Ich hab Hunger, ich hab das Knasteressen satt. Oh ja. Ja, dankeschön, hier haben Sie 5 Cent. Dankeschön, jetzt gib mir mal mein Pferdebürstchen. Dankeschön. Okay, so. Was ist das für ein komisches Ding da? Darf ich da mal drauf schießen? Oh, yeah. Yeah. Jetzt geht's ab, Digga. Jetzt haben wir eine PP oder irgendwas, was es ist. Schallgedämpft drauf. Plünderer Bro, Overkill, unruhige Hand. Zweimal Handgranate, zweimal Blendgranate dabei. Oh, warte mal, falsches Spiel, Digga. Ah, yeah. Gut, es sind keine Gegner mehr da. Jetzt packe ich mir einfach mal den Truck hier von Twilight hier. So, jetzt müssen wir noch diesen Robert Pattinson finden, den wir abknallen, den Vampir. So. Da ist ein Chuck in Bell. Ich glaube, da können wir rein und einen kleinen Amoklauf machen. Boah, ich muss mal aufstoßen, Alter. Ich habe jetzt gerade eben voll die fette Portion Spaghetti Bolognese gegessen. Jetzt muss ich voll, voll aufstoßen hier. Also ich habe voll den fetten Bauch, Alter. Yeah! Yeah! So sieht's aus, Digga. So sieht's aus, Digga. Schön ballern. Alles abballern, was hier rumläuft. Nichts am Leben lassen. Das ist nichts unser Ding. Das ist nicht unser Ding hier. Wir wollen Tod sehen. Wir wollen Leichen. Da. Oh, was ist das für ein Typ? Er hat einen coolen Hut auf hier. Guck mal, ein Huhn! Schnell abknallen! Ah, stirb! Ah, ha, ha, ha. So, was ist denn das hier? Warum fliegt das so? Oh, ich bin tot, Leute! Das war's, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute! Haut rein! Bis dann! Ciao!